starten mit einer Elektrowinde, die am Boden ist. In 150 Meter Abstand haben wir eine Umlenkrolle, die Seile wiederum zurückkommt. Und mit dem Seil und mit der Vorspannung des Seils probiert man Höhen zwischen 170 und 220 Meter zu erreichen. Die Höhe ohne Thermik reicht danach ca. für 7 Minuten zu fliegen. Also muss man irgendwo Aufwind finden. Da sieben Piloten unterwegs sind, kannst du natürlich ein bisschen spionieren, was machen die anderen. Sind sie am Sinken, sind sie am Steigen. Und eben der, der das Bessere hat, dort probierst du herzugehen und mit dem zu fliegen, damit du auch in 10 Minuten erreichst. Am Wochenende geht hier ein grosser Wettkampf los. Was darf man hier erwarten? Wir erwarten hier 49 Piloten aus 6 Nationen. Ganz sicher 5 Nationalmannschaften dabei. Also das wird ein Wettkampf geben, der auf dem obersten Level ist im Bereich F3J, sprich Segelfliegen, motorlos. Und was ist der Reiz an diesem Sport, Frau? Es gibt mehrere Reize. Das eine ist ja, eben die Thermik zu finden, mit der Natur als Einsehen, in der Natur zu finden, wo habe ich steigende Luft. Unsere Kameraden, die Federn haben, die können zu beobachten, die können zu verfolgen, um die Höhe zu haben. Aber auf der anderen Seite auch Kameraden, die weltweit verteilt sind, mit denen auch zu fachsimpeln.